Freunde, Schweiz, ich will euch kurz etwas sagen. Ich hatte euch was auf dem Herzen vorhin auch schon gehabt. Ich wollte jedem von euch heute sagen, dass ihr richtig, richtig wertvoll seid. Yes. Dass ihr richtig, richtig wertvoll seid und dass ihr richtig wunderbar gemacht seid. Gott euch liebt, dass Jesus euch liebt, dass Jesus jeden Einzelnen hier liebt. Das ist, was ich euch sagen will. Denn ich will euch sagen, wir alle werden eines Tages vor Gott stehen. Jeder Einzelne von euch. Dort, wo ein Gebäude ist, gibt es einen Erbauer. Dort, wo ein Gemälde ist, gibt es einen Maler. Dort, wo Kreation ist, gibt es einen Schöpfer. Und dieser Schöpfer ist Jesus Christus. Yes. Und dieser Jesus liebt euch. Dieser Jesus sehnt sich nach euch. Dieser Gott liebt euch so sehr, dass er selbst euch stirbt am Kreuz. Dass er einen Nagel durch seine Hand vorlässt für eure Schuld. Denn ja, ihr seid Sünder, ja, ihr habt gegen Gott gesündigt, aber eure Sünde wurde von Jesus am Kreuz versiegelt, sodass ihr Vergebung empfangen habt. Und ich will euch sagen, dass ihr werdet keine Erfüllung in Feiern finden. Ihr werdet keine Erfüllung in Partien finden. Ihr werdet keine Erfüllung in Drogen, Sex oder Alkohol finden. Ich bin früher auf Raves gegangen. Sie ist früher auf Raves gegangen. Wir haben sexuelle Immoral gelebt. Wir haben Feiern gehabt, aber Gott ist uns begegnet. Mir ist Gott begegnet 2019 in seiner Liebe. Ich habe nie Drogen genommen. Ich habe normal Abitur gemacht. Ich habe 3 Jahre lang Psychologie gehabt. Und ich will euch sagen, dass Jesus ist mir in seiner Liebe erschienen. Und Jesus liebt auch euch und will Beziehung mit euch haben. Amen. Gott, er liebt euch. Er sehnt sich nach dir. Yes, und das egal, ob du Moslem bist. Egal, ob du homosexuell bist, egal wer du bist oder was du bist, Jesus liebt dich. Gott, er liebt dich. Und er sehnt sich nach dir. Und er will Beziehung mit dir. Denn jeder von euch wird sterben. Jeder hier. In 50 Jahren seid ihr nicht mehr hier. Wo geht eure Seele hin? Wo geht eure Seele hin? Himmel oder Hölle? Aber die Hölle ist doch nur ein fiktives Konstrukt, was die Kirche erschaffen hat. Nein, Nahtoderfahrungen. Ich habe Nahtoderfahrungen bestudiert und die meisten Menschen sind Himmel oder Hölle. Und das Jesus. Yes. Und ich will euch sagen, dieser Jesus liebt euch. Und er will euch retten. Er will euch retten. Vor was will er euch retten? Sünde und Hölle. Sünde zerstört euer Leben. Es zerstört eure Sex außer der Ehe. Rauchen, feiern, trinken zerstört euer Leben. Aber Jesus will euch füllen mit Frieden. Und mit Freude und mit Leidenschaft. Er will euer Leben nicht zerstören. Er will euch erfüllen. Er liebt euch. Er liebt die LGBT-Community. Er liebt die homosexuelle Community. Er liebt die muslimische Community. Gott liebt euch. Gott sehnt sich nach euch. Gott will Beziehung mit euch haben. Yes. Jesus liebt euch auch in 2 Minuten Donuts. Gott liebt euch. Amen. Ihr seid wunderbar gemacht. Beide von euch. Gott hat einen Plan für euch. Das ist so. Die Dame, die lacht. Gott hat dich wunderbar gemacht. Er hat dich wunderbar geschaffen. Einen großen Plan für dein Leben. Er hat nur das Beste mit dir vor. Er will dein Vater sein. Gott will euch ein Vater sein. Gott ist ein guter Gott, der euch liebt. Aber er ist auch gerecht. Und deswegen muss er die Gerechtigkeit bestrafen. Er muss Leute bestrafen wie Stalin. Er muss Leute bestrafen wie Hitler. Er muss Leute bestrafen wie uns. Wir alle haben gesündigt gegen Gott. Jeder von uns. Ja, den kennen wir noch.